Plopp. Und willkommen zurück zu Legend of Zelda The Minish Cap. Ich weiß jetzt, wie man an diese Lakitos vorbeikommt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man benutzt den Bumerang, um sie zu stunnen, weil der Bumerang kann die Gegner stunnen. Nur funktioniert es aus irgendeinem Grund gerade nicht. Jetzt funktioniert es und dann kann man ihn killen. Was man auch machen kann, ist seine Wolke aufsaugen mit dem magischen Krug. Das können wir gleich auch nochmal ausprobieren, wenn wir ihn nochmal sehen sollten. Das werden wir wahrscheinlich auch noch gleich. So, und das Ding besitzen wir aber nicht. Das heißt, ich bin ja sowieso trotzdem falsch. Was ziemlich schlecht ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es noch den anderen Lakitu gab. Irgendwo auf der... Ich glaube, das war auf der rechten Seite irgendwo, ne? Ja, doch. Ich meine, das war irgendwo auf der rechten Seite. Vielleicht hier unten rechts? Das ist auf jeden Fall eine Kiste, an die ich gerne rankommen würde. Ich weiß aber nicht, wie. Hier waren wir. Ich meine... Aua. Ich meine aber, das hier wäre der richtige Weg. Genau. So, kann ich euch das zeigen. Oh, jetzt bist du hilflos. Oh. Armer kleiner Lakitu. Oh, hier passt es rein. Okay. Ja, aus irgendeinem Grund muss man alles hier in der richtigen Reihenfolge machen. Ich weiß auch nicht genau warum, aber ja. So funktioniert es auf jeden Fall. 3 von 5 haben wir aktiviert. Jetzt haben wir aber leider keine goldenen Fragmente mehr. Das heißt, wir müssen die eigentlich halt irgendwie suchen gehen, ne? Aber hier gibt es noch einen neuen Weg. Das sollte uns... Haha! Zur Kiste führen! Okay, kann ich sogar sehen, welches Ding das ist? Weil das wäre jetzt sehr nützlich. Ich glaube, das ist sogar das, wo wir vorhin waren, oder? Ist das nicht das für den Typen, für den Lakitu, wo wir gerade waren? Kann ich da nicht einfach drüber springen? Doch, kann ich. Okay. Es funktioniert! Ich hätte ein bisschen Zeit sparen können, aber ich habe es ja nicht gewusst. Also, nicht schlimm. Plopp. Ist er wieder da? Nö, er bleibt tot. Oh yeah. Okay, und es passt. Ich war mir kurz nicht sicher, aber es hat gepasst. Das heißt, ich finde nur noch eins. Aber... Okay, es wird irgendwo rechts sein. Irgendwo Mitte rechts. Aber wo denn? Plus mir fehlt ja auch noch ein... so ein Fragment halt. Wo ich das denn nur herbekommen soll, das weiß ich absolut nicht. Ich guck mal, ob ich hier direkt nach rechts kann oder so. Oder so nach rechts fliegen. Ah ja. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, aber da kommen wir noch nicht lang. Wahrscheinlich ist das hier ein Rückweg. Okay. Wir können außen rum, schätze ich. So. Aber hier waren wir doch bestimmt. Natürlich waren wir hier. Oh Gott, ich bin hier wieder. Ich bin wieder am Anfang. Aha, cool. Aua. Wait, what? Hatten wir das hier schon? Scheinbar nicht. Ist es das vielleicht das letzte? Dann müssen wir eigentlich nur das Fragment finden, das hier irgendwo sich verstecken hält. Hm. Ich geh jetzt mal suchen. Oh, hier oben war ich noch nicht. Ganz oben links über den Wolken. Ah, Gott. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, irgendwie ist es so richtig schwer versteckt. Ich muss ja alles durchsuchen, alles durchgraben, aber... Nope, hier war es. Hier oben war ich scheinbar noch gar nicht. Hier gibt es auch noch Müll, weil ich das nicht aufsammeln kann. Und noch mehr Müll, weil ich das immer noch nicht aufsammeln kann. Ich habe schon 999 davon. Ich verstehe das wirklich nicht im Spiel, aber... Wisst ihr was? Ist egal. Wir haben es alle. Und das bedeutet, ich muss jetzt nur noch einen Weg zurückfinden, was nicht so schwer sein sollte, weil... Ein einfacher Rückblick wäre, glaube ich, hier geradeaus nach unten. Habe ich recht? Ja, genau, hier ist das. Whee! So, das ist auch schon wieder hier. Hä? Wieso? Hallo? Kann ich bitte unten bleiben? Okay. Danke. Ja, das letzte Ding. Bam. Und jetzt sind wir endlich durch mit dieser seltsamen Mission, würde ich mal sagen. Da gab es auf jeden Fall schon mal Besseres, aber was soll's? Was versteckt sich da drunter? Nichts?
Ah doch! Ein... Ein Whirlwind! Ein Wirbelsturm! Ein... Oh Gott! Was zum... Hallo? Ey, lass mich doch nicht alleine! Es geht noch weiter hoch in die Wolken! Wie weit oben sind wir denn bitte jetzt? Alles so schön bunt hier. Oh mein Gott. Wir können teleportieren. Yay. Wo sind wir denn jetzt eigentlich auf der Map? Ja, auf jeden Fall bei einem großen Hotel. Wer hat nur hier oben dieses Gebäude errichtet? Mike, vielleicht kann uns hier jemand etwas über das Element sagen. Oh, ich glaube, ich weiß sogar, wo wir sind. Wir waren hier schon mal. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Aber... Ja. Vorher stand ja so ein Typ, hat das blockiert. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Wir konnten uns ja hier hin teleportieren durch so ein Fragment. Genau, hier. Durch dieses Teleportationsding da. Können wir uns hier hin porten. Hier über den Wolken ist die Zufluss des Volkes des Windes. Wir wachen über den Palast des Windes. In ihm ruht das Windelement. Ah, wir sind also schon beim nächsten Dungeon. Wie wird der? 5. oder 6. oder so? Ah, du bist es. Ich dachte schon, dass wir nie wieder nach Hause zurückkehren konnten. Aber du hast uns gerettet, indem du Fragmente vereint hast. Wenn du etwas suchst, frag doch mal die Älteste im 5. Stock. Sie kennt alle Gerüchte, die der Wind über das Land trägt. Ist das so? Dann gucken wir doch einfach vorbei. Du. Wo ist er denn hier? Du bist es nicht, oder? Wir vom Volk des Windes lebten eins unter der... unten auf der Erde. An dem Ort, den ihr die Ruine des Windes nennt. Die Ruine des Windes? Gibt es hier eine Ruine des Windes? Ach! Das ist ja komplett auf der anderen Seite der Welt! Da unten in Hyrule wart ihr? Ha, interessant. Tauschen, ja. Hier? Ha! Hat gepasst. Cumulus. Oh, in den Bergen. Kiste? Yep. Wo ist das? Ach nee, das ist ja direkt eigentlich hier. Das sind ja die Wasserfälle, nicht die Berge. Also es sind auch Berge, aber nicht die Berge. Okay, das können wir dann holen, wenn wir hier einen Abstecher hinaus machen. Aber erstmal bleiben wir natürlich drin. Bist du die Älteste? Noch mehr versuchen? Wir vom Volk des Windes haben großes Talent darin, Fragmente zu finden. Wir sind so gut, dass wir nicht wissen, wohin mit den vielen Fragmenten. Da hilft auch Ordnen nichts, wenn sie nur uns jemand abnehmen würde. Ich kann sie euch gerne abnehmen. Ich kann die gut gebrauchen, du. Der Erna kann ich jetzt leider nicht traden. Doch, Lust habe ich schon, aber ich kann nicht. Hier sind Fragmente. Die schenkt ihr mir einfach. Danke. Vielen, vielen Dank. Am Ende ist hier so das Fragment drin, was sie braucht. Das wäre lustig gewesen, aber nope, ist nicht der Fall. Das werde ich wahrscheinlich niemals wieder in Erinnerung bekommen, dass ich hier mit jemandem traden muss. Das passiert manchmal leider. In den großen Wirbelwind hier auf dem Berg, auf dem Dach und zum Palast zu gelangen. Palast? Das jetzt hier als Palast? Okay. Oh, nochmal zwei Kisten. Mit... schönen Fragmenten, alles rot. Bist du die Älteste? Sei gegrüßt, wir sind das Volk des Windes. Vor langer Zeit stiegen wir auf zum Himmel und nahmen den Palast des Windes mit uns. Zurück blieb das, was ihr die Ruine des Windes nennt. Wir sehen, was unten geschieht, denn der Wind erzählt uns, was er sieht. Ein kleines Kind sucht die Elemente, um die Prinzessin zu retten. Auch dass Fati Böses tut, hat uns der Wind zugetragen. Das Windelement befindet sich im Palast des Windes über uns. Ist das heilige Schwert vollkommen, öffnet sich Fatis Weg zum Force. So heißt es in den Legenden, die das Volk des Windes kennt. Gib Acht, wenn du alle vier Elemente auf das Schwert übertragen hast und so das heilige Schwert entstanden ist. Es ist möglich, dass auch Fati davon weiß und auf den entscheidenden Moment wartet. Menschen dürfen unseren Palast eigentlich nicht betreten, doch bei dir machen wir eine Ausnahme. Geh nur hinaus aufs Dach. Okay, das ist doch nett von dir. Vortexer. Mit der kann ich auch traden. Bisschen handeln. Oh, beim Friedhof. Ist auch wieder ganz auf der anderen Seite der Welt, ne? Okay. Vielleicht hier lang?
Oder wo soll ich lang? Ist der Typ da jetzt weg? Kannst du weggehen? Ich muss da hoch. Gehst du zum Palast? Wenn ich groß bin, traue ich mich vielleicht, den Palast zu erforschen. Ist einfach durch mich durchgegangen? Was? Okay. Okay. Spannende Musik. Eine Fee. Meine Flaschen sind voll. Eine Glücksfee. Sie bringt mir Glück. Und noch eine. Scheinbar sind wir schon beim nächsten Dungeon. Könnte es schon der letzte sein? Es fehlt jetzt nur noch ein Element. Es ist, glaube ich, hier der fünfte Dungeon, ne? Ja, doch. Bei einem haben wir eine Ocarina bekommen und kein Erz. Okay. Let's go. Palast des Windes. Das ging echt schnell. Ei, so etwas. Wer hätte gedacht, dass hier oben ein großer Palast ist? Diese Höhle, diese Höhe. Da zittert mir ja in die Knie, wenn ich welche hätte. Also, Mike, gib acht, wo du hintrittst. Hier fällt man ziemlich tief. Wir sind jetzt irgendwie... Wir waren über den Wolken, dann waren wir über den Wolken, dann waren wir jetzt in diesem Gebäude über den Wolken. Und jetzt sind wir nochmal über den Wolken. Ah, mein Kopf. Okay, aber ja, wir sollten hier nicht runterfallen, sonst sind wir auf jeden Fall Matsche. Und das wäre fatal. Das wollen wir nicht. Oh mein Gott, hier sind überall Schalter. Ich sollte wahrscheinlich mein Schild rausholen, damit ich hier nicht weggeschleudert werde die ganze Zeit. Ey. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich die Musik total an Mystery Dungeon. Pokémon Mystery Dungeon. Auch absolut geile Spiele, müsst ihr auch mal gespielt haben. Vor allem auf der Switch gibt es einen Remake. Kann ich nur empfehlen. Und ja, ich muss irgendwie dran denken. Wozu brauche ich hier... Was stimmt hier nicht? Ey, sind die nervig. Wait. Aha, mit dem Bumerang kommen wir hier durch. Wahrscheinlich auch mit dem Bogen, aber ich meine einfach mit dem Bumerang. Ah, und jetzt. Ah, ja. Yeah. Mit drei Links ist es einfacher als mit einem. Wir wurden da schon gespoilert, man kann sich dann später in vier Links verwandeln, wenn wir alle vier haben, aber das eigentlich war es auch klar. Hier sind Bomben. Ich habe aber keine Lust auf. Auf deine Bomben. Muss ich hier lang? Ja, okay. Ah, weg hier. Jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Bomben, nein. Weg, schon wieder. Noch mehr von denen. Wo ist er? Wie komme ich da runter? Kann ich da irgendwie runter? Habe ich einen Stampfattacke machen oder so? Nicht, dass ich wüsste. Oh oh. Fehlt mir irgendwas? Ich hoffe nicht. Was zum... Da sind ganz weiche Wolken. Es macht bestimmt Spaß, wenn man da oben ist. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwie springen können oder so. Oh no. Ah. Du schon wieder. Der Klassiker. Aha. Bam, umkehren. Dann ändert sich mal wieder der Weg. Und jetzt? Nö. Wo ist der Schalter? Oder muss ich den... Ah, ich habe eine Idee. Mache eine Bombe. Und jetzt kann sie explodieren? Ah. Muss nur mit seinen Items vorankommen können. Was zum... Zauberer! Hexe! Ah, die machen aber gar kein Damage, ey. Also zumindest halten die nichts aus. Schon tot. Das sind aber gleich vier! Heißen die irgendwie Wizrobe oder so? Kann das sein? Ja, Junge, was zum... Was geht denn jetzt ab? Totales Chaos! Verdammt, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Bam, 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 bam.
Herz. Danke, sehr nett. Lebst noch? Nein, jetzt nicht mehr. Und dafür bekommen wir das Dungeon-Item! Greifenmantel! Was ist das denn? Mit ihm kannst du fliegen! Je länger du den Knopf gedrückt hältst, desto weiter fliegst du. Einfach eine Elytra? Oder wie? Das sind jetzt alle Items, ne? Wir haben jetzt jedes einzelne Item. Wow! Ich mach damit einen Double Jump. Warte mal. Ah! Oha! Das ist echt interessant. Ein Flügel! Kommen wir dann jetzt da drunter? Ja, damit können wir genug Schwung bekommen, um da durchzuknallen. Und natürlich auch wieder rauszukommen. East Glor. Das ist ja richtig cool. Oha, das könnte eins meiner neuen Lieblings-Items sein, ohne Witz. Das fühle ich voll. Okay, hau auf da! Wie lange geht das? Einfach drüber springen. Da kann ich nicht drüber springen. Verdammt. Wir können einfach springen. Ganz normal können wir einmal kurz tücken. Einmal kurz Auto-Knopf betätigen und dann können wir springen. Auch geil. Können wir leider nicht angreifen. Einfach weiterfliegen. Nee, da geht's nicht lang. Aber hier. Okay. Jetzt. Das ist echt cool. Aha, denkt ihr könnt mich hier raushalten aus diesem ganzen Schlamassel? Denkt ihr das? Nee, das geht ja nicht hin. Hä? Soll ich da springen oder was? Da muss ich da. Ach, schlagen! Ach, alle gleichzeitig schlagen! Ja, dann. Ich meine so, so und so. Richtig? Ja. War richtig. Ich kann einfach über euch drüber springen. Super Mario Style. Du. Ja, finde ich gut. Komm her. Bruder. Brody. Ich bin erster Platz. Haha. Das kriegt ihn immer. Es weht ein heftiger Wind. Lass ihn nicht wegpusten. Ach, tu ich doch nicht. Kann passieren. Hi. Okay. Jetzt lass mich wegpusten. Yeah. Hey. Muss er durch? Okay, schnell. Noch mehr Wind. Hier müssen wir die Zeit stoppen können oder sowas. Muss ich lang? Muss ich nach unten? Nein. Hm? Was zum. Oder hier lang? Was? Wo soll ich lang? Muss ich irgendwas wegschubsen oder. Hm? Ich bin verwirrt, was ich tun soll. Was ist von mir gewollt? Ich guck mich mal um. Hab ich irgendwas verpasst? Hm? Karte? Hab ich eine Karte? Angeblich gibt's hier nichts. Hä? Wie, hier gibt's nichts? Und warum bin ich denn hier rübergegangen? Was war der Sinn dahinter, hier hinzugehen? Doch, hier muss es was geben. Ja, was gibt es hier? Oder gibt's hier mittendrin in der Mitte irgendwo was? Nee? Ich check's gerade wirklich nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas soll es ja eigentlich noch geben, aber. Nee, ich war da hinten schon richtig. Hä? Da muss ich hoch. Wenn ich da hoch nicht springen kann, dann kann ich mich vielleicht. Verdammt. Hochschleudern lassen mit dem Wirbelstab. Okay. Ich war da jetzt wirklich ein bisschen stuck, aber jetzt habe ich es rausgefunden. Schön. Dieses Gitter, es dreht sich bestimmt, wenn man kräftig drauf springt. Bonk.
Ja, funktioniert. Ah, der rote ist fake. Der rote ist fake! Ich wusste es! Jetzt ist er real. Danke. Boing! Aber das ist wirklich sehr... Aua. Sehr interessanter Dungeon auf jeden Fall. Sehr interessanter Dungeon. Bin gespannt, wie es hier weiterlaufen wird. In The Legend of Zelda. The Minish Cap. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn's hier weiter geht.